Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute heißt es Dreamhack Cash Cup Extra im Trio-Format. Das Ganze gibt mal wieder 55 Punkte und 6 Punkte pro Eliminierung. Freunde, das ist ein geiles Format. Wir sind ein Stündchen zu spät. Heute nämlich mit meiner Schwester unterwegs. Auch mal wichtig und richtig Familienzeit zu verbringen. Deswegen, meine lieben Freunde, steigen wir direkt ein. Ich küsse auch ganz doll euer Herz. Das letzte YouTube-Video, Ecke in Rasieren und Kassieren, ist Platz 17 auf den normalen Trends. Holy shit, Küsschen geht raus. Danke fürs Supporten. Danke fürs Abchecken von YouTube. Danke fürs alles. Danke für den Creator-Code Amar. Danke für euch da draußen. Danke für die neue Tommy Hilfiger Cap. Ich küsse euer Herz, Freunde. Viel Spaß mit den Highlights. Abfahrt. Heute nur gute News, Digga. Heute ist geil. Was haben wir heute? 21.04. Schöner Tag. So, Malik jetzt hier direkt neben den und Noah Rayleigh und Vidal holen sich direkt den Misak. Die holen sich direkt Misak. Damit 2 gegen 3. Was? Oh, Baby. Oh, Baby. Und sie holen das komplette Trio, als aber auch der Headshot-Snipe von Vidal auf das linke Trio. Okay, Abfahrt. Oh, sie haben doch nicht die... Oh, ich habe gepopelt. Ich habe das mit meinem Adlerauge nicht erkennen können, Chat. Aber Noah Rayleigh, wir gucken ihm zu. Und er will direkt den Highground taken. Guckt euch das an. So, werden jetzt von unten sogar noch gesplieft. Was ist das denn für eine Scheiße? Müssen jetzt hier connecten. Vidal jetzt hier nur noch 130 HP. Wird von der Seite gepumpt. Da muss ihn... Oh, what? Das ist Hack. Das ist ein Hack. Das kennen wir nicht. Xenolith down. Reason A versucht jetzt hier hochzubauen. Aber von vorne werden sie gelasert. Ey, ja, Buffo, vorne auch in der Lobby schon. So, was ist das denn? Der Gegner springt einfach auf Noah Rayleigh runter. Das ist doch komplett dumm. Das war's für den. Ja, guck mal hier. Die werden jedes Mal nur geheadshottet. Das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch mit Soße. Hier, Noah Rayleigh geht jetzt auch noch down. Snazy jetzt hier mit der Eliminierung. Aber Reason A holt sich den Kill. Er braucht die Chilis. Er hat die Chilis nicht alle mitgenommen. Das ist Quatsch. Ja, das ist auch dumm, was er da gerade macht. Er hat doch gesehen, dass sie gut connected waren. Er hat jetzt den Fokus auf sich gelenkt von den Gegnern oben. Oh, Gegner direkt neben ihn. Und jetzt droppt er. Und jetzt droppt er, Chat. 30 HP. Und das war's. Ich glaube, er ist dead. Das sind insgesamt 8 Kills. 8 Kills, 23 Leute live. Top 10 Situation. Er muss jetzt hier irgendwie am Leben bleiben. Er sollte sich vielleicht mal ein Mini poppen. Er poppt sich den Mini. Das ist wie Pop Smoke. Oh, er trifft nicht, Popel. Oh, doppelter Popel, Chat. Doppelter Popel, dreifacher Popel. Schade. Oh, kann er das hier schaffen? Ja, macht er gut. Es ist die Top-3-Situation, Chat. Es ist ein einzelner Spieler, glaube ich, noch unterwegs, oder? Ja, Pablo Bingo einzeln. Pablo Bingo einzeln und das Team auf Highground mit Andilex und Mackes Sweezy. Auf Hide. Und sie werden jetzt contested. Das war's. Andilex hat nur 50 Mets. Sweezy ist schon dead. Und Andilex ist jetzt auch noch down. Und damit Pablo Bingo jetzt hier im 1v4 gegen Stompy, Chat. Stompy, absolute Legende auf den Streets. Kann er das jetzt machen? Natürlich machen sie das. GG's. GG's. Erste Runde, die wir sehen, Chat. 11 Kills von Stompys Team. Und damit sind sie mit 211 Points am Start. Das sind Big Points, die sie dort benötigen. I got it. Stompy, okay. Alter, strong. Ah, was ist das? Was ist das? Das sind überall Stinkies, Digga. Das sind überall Stinkies. 200 Mets jetzt hier noch. Nimm die Mets. Mehr Mets. Noch mehr Mets. Ah, das sind alles nur Seifen-Mets, Chat. Er muss sich die Minis unbedingt gönnen. It's top. It's 2v2v2v2v1. 2 gegen 2 gegen 1. Okay, wir brauchen Ingame gar nicht mehr schauen, Chat. 2 gegen 2 gegen 1. Das heißt, wir wissen ja danach, wer gewinnt. The solo's right above us. I'm getting slinked. Come. We need to drop the solo so we get the 2. Oh mein Gott, Top 2. Ich hab's sogar noch gecallt, Chat. Ey. Ja, Herzog. Ich hab's sogar noch gecallt. Ja, aber hab ich's auch. Schöner 28er. Oh, er ist dead, glaube ich. Ah, 35 HP. 15 HP. Was? Er hat einen geholt. Watch out, I died. You need to go soon. Oh, schade. Schade, egal. Was? Stompy auf der 3? Alter, Stompy, so eine Maschine. Tayson Jan ist direkt hinterher. Benji auch schon in der Lobby. Okay, wo sind denn unsere drei Jungs, Digga? Ist der Savage hier? Digga, erkenne ich die nicht? Ich erkenne die nie. What the fuck? Das ist halt keine Deutschlandflagge. Nee, ist nicht. Was sagst du dazu, dass Vidal deinen eigenen Clash auf
Clash Royale angemacht hat. Bruder, der Typ ist komisch, Mann. Er soll immer auf Fortnite konzentrieren, what the fuck? Oh, der hat das gemacht. Oh mein Gott! Das hat er gut gemacht, Chat. Alter, nimmt alles. Da ist auch noch eine Ska. Ich glaube, Chat, mit dieser Shotgun werden sie gewinnen. Zeig euch so, wie es ist. Ich hab euch gesagt, die gewinnen das. Acht Leute noch allein. Die können das gar nicht mehr verlieren, gefühlt. Außer Gegner hat komplett voll hier. Dann logisch. Oh, strong! What? Nice. Guckt euch das an, Chat! 300 Punkte, Digga! Wir gehen Late Game. Wir gehen ins Late Game. Und das Ding ist halt, die sind alle schon dead. Außer No Rayleigh. Aber man muss sagen, sie haben schon wieder 8 Kills. Ihr wisst ja, 8 Kills ist fast so viel wie ein Sieg. Aber fast so viel nur. Guck mal das an, Digga. Digga, wie kann man so ein Freak sein? Digga, der arme Gegner. Der arme Gegner, weiß gar nicht, was passiert mit ihm? Oh nein, 15 HP. 15 HP, was? Die Zone! Noah mit die Zone! Chat. Ja, es ist nicht Dietrix gewesen, Chat. Pong dead. Und Venom, Pan und Lance auf High Ground. Eigentlich dürfen sie das gar nicht verlieren. Jetzt blieft er sich selbst. Was machen die im Low Ground? Die fighten! Oh, die sind dead. Und damit jetzt eine 3 gegen 1 gegen 1 Situation. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das war's. 3 gegen 1. Das war's. GG's. Well played. 6 Eliminierungen für die Jungs. Die sind mit am Start. Oliver Blöd. Ich liebe Matsu in Umpelfall. Ich liebe deren Akzent so deutlich. Nice. I can open. Where? Nice. Das ist sogar. I'm out. Get up! Da geht der 60er Hit rein und guckt euch das an. Noah Rayleigh spielt die Chili perfekt. Und Damien müsste jetzt down gehen an dieser Stelle. Er geht down. Es ist so krank. Dieses Trio, ich hab's gecallt. Sie wissen, wie man Highground zu spielen hat. Jetzt haben sie nur noch nicht mehr so viele Mets. Aber wenn sie sich jetzt hier einen kleinen Refresh holen. Gegen Abo Chicken. Nein, das machen sie nicht. Digga, das ist die kleine Pop-Off-Mentality mit 389 Points. Das ist so ein bisschen Pop-Off auch hier. Und da holen sie sich den Kill. Noah Rayleigh jetzt hier. Nur Rayleigh weiß jetzt ganz genau, was er möchte, Chat. Er möchte nur eine Bier, Chat. Und er holt sich den Kill. Das ist eine 2 gegen 1 Situation. Kann das sein? Nein, das ist jetzt eine 2 gegen 1. Und da ist der Gegner unten im Longlock. Er will sich jetzt healen mit dem Splash-Kanonenwerfer. Sie holen sich das. Und sie holen sich die Runde. Obwohl Vidal down ist. Gewinnen sie dieses Late Game. Ich hab's gesagt, die Chilis sind einfach die Meta. 11 Kills win. Das ist so krass. Wir gucken uns direkt auch mal die Standings an. Ich will mir das anschauen. Top 3. Guckt euch das an. Kinzel Wakey 1. Janis auf der 2. Und dann kommen sie schon. Eine Stunde ist noch zu spielen ungefähr. Aber warum choken sie am Anfang immer so rein und werden dann am dem 6. Game immer zu Göttern? Ja, frag mich nicht, Digga. Ja, das waren sie so strong, Chat. Das waren sie so unglaublich strong. Das bringt mich auch zum Lächeln. Das bringt mich real talk zum Lächeln. Klar, sie haben nicht so viel, AR-Money. Keiner von denen. Aber trotzdem. Das ist halt strong. Wenn sie jetzt ein Team holen, dann haben sie halt auch wieder AR-Money. Das ist halt normal. Nur noch 40 HP, Chat. Nur noch 40 HP und 2 Builds. Das ist zu wenig. Jetzt hat er keine AR-Money mehr. Wie hat er Conor Creasy geholt in der Zone oder so? Nice. Ich finde, Umblifer und Matsui sind halt noch so kleine Namen. Ja, stimmt. Aber die spielen halt krank, Bro. Das ist das Ding. Das muss nicht immer Benji, Mural etc. sein. Die spielen einfach unglaublich zusammen. Guckt euch das an, diese Runde. Digga, die sind so selbstlos, diese Holländer. 522 Points. Und O'Reilly ist sehr, sehr unter Bedrängnis. Er hat nur noch 40 Mets, Chat. Sie haben sich gegenseitig komplett gespieft und das ist mies cringe. Das ist sehr, sehr, sehr cringe, was hier jetzt gerade passiert. Muss ich auch einfach so gerade zugeben. So, O'Reilly 5 HP.
5 HP. Er muss jetzt hier auf den Gegner droppen. Und er droppt jetzt hier direkt rein. Das ist Andilex. Reason A ist gerade dead gegangen. Noah stirbt schon wieder an der Zone, Chat. Noah, die Zone, Bruder. Oh, das ist cringe. Keine Metz mehr. Das ist super cringe. Jetzt wollen sie da zusammen runtergehen. Zack. Damit holen sie sich Velvet. Das ist so krass. Das ist schon krass, was sie da machen. Das ist schon sehr, sehr krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, damit ist es nur noch einer. Er versucht jetzt hier irgendwie in der Cone noch zu bleiben. Und damit ist er dead. Und damit gewinnen die Franzosen 11 Kills. Und sie kommen höchstwahrscheinlich nochmal in eine neue Runde. 457 Punkte. Dickes, fettes GG für die Jungs im Chat. Oh, warte mal. Guck mal, da ist sogar Benji direkt neben den Chat. Benji macht so ihren Opfify. Aber die holen sie hier nicht, das wissen wir. Das haben wir ja schon gesehen, die holen sie da nicht. Die haben sie aber gut gelasert, das war sehr, sehr stark. Die haben gut gepressert. Hier schon wieder Lusche, Chat. Lusche kennen wir doch noch von vorhin. Zack, Lusche kurz mit einem Hit. Hä? Jannis holt ihn nicht. Oh Gott, ist das cringe. Oh doch, er holt ihn. Jannis da mit der ersten Eliminierung. 7 müssen sie noch holen plus den Win. Ja. Ich glaube, Jannis kann das nicht holen, Chat. Die können maximal noch den zweiten Platz holen. Hier in der Cone jetzt hier von Jannis. Er muss jetzt aufpassen, aber er holt ihn sich. Jannis jetzt auch hier auf der Rampage. Warte mal, was machen die da, Chat? Was machen die da? Sind die verrückt geworden? Ich glaube, ja. Ja, 18 HP, das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Der wird jetzt so hart gedoublekeed gerade, der Junge. Hen direkt hinterher. Hen jetzt auch nochmal direkt neben Jannis zockt. Und er muss sich hier das Medkit gönnen. Und das macht er auch. Und das macht er gut. Aber direkt neben den Wakey. Nee, das ist Advice. Rexo und Arthur der Pole. Das ist aber auch eine stackte Lobby. Muss man einfach auch mal zugeben. Das ist eine richtige Stacker-Lobby. Ich glaube nicht, dass er das Medkit durchbekommt. Er muss es natürlich probieren. Aber jetzt ist er dead. Jannis zockt da mit 581 Points. Der erste Platz ist es nicht. Aber wir gucken mal rein bei Flick und Thomas HD. Mal gucken, was die Jungs hier machen können. Oh mein Gott, die werden von Eyedrop geholt. Alter, Flick, hallo? Flick, Bruder, du bist nicht in der Zone. Flick, merkst du doch was? Er merkt nichts. Die Farbblindheit, Chat. Digga, er hat nicht gesehen, wo die Zone ist. Das ist das, was ich meine mit diesem Performance-Modus. Das ist halt so ultimativ wack. Top-3-Situation. Es ist eine 3 gegen 2 gegen 1. Oder, nee. Es ist eine 3 gegen 3 gegen 1. So ist es das. So ist das jetzt. Was? Alle down außer Wakey? Das macht er gut, er wird nicht gewinnen, Chat. Das war's. Reflex gewinnt das Ding. Reflex jetzt hier mit dem Win. Doch nicht. Was? Wie ging das denn bitte? Damit haben sie gewonnen. Damit sind sie eigentlich Gewinner. Da führt kein Weg drumherum. Real Talk. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. So bin ich schon mal. Glaubst du, Kami kann jedes Mal jemals der beste Spieler der Welt sein? Nein, ne? Kami? Okay, dann mal mit Waffe, komm. Ja, jemals der beste Spieler der Welt sein. Warum nicht? Ich sag, es geht nicht, weil er ist halt ein voll Endgame-Spieler, weißt du? Ja. Und er muss halt auch Cash Cups gewinnen, um so der beste Spieler der Welt zu sein. Außer FNCS, weißt du? Ja. Deswegen denke ich, er kann niemals so der beste Spieler der Welt oder in Europa, glaube ich, sein. Aber er ist schon sehr, sehr smart, Digga. Er ist schon einer der Besten, ja klar. Aber ich glaube, er kann niemals der Beste sein, glaube ich. Aber er... Ja, er wäscht. Zack, sagen wir so. Ja, das war's. GG's Chat. Eigentlich müssen sie Top 10 sein, oder? Ich weiß es nicht. Die Standings sind jetzt final. Das sind nochmal einmal die Preise und Belohnungen. Für die 3,5 Stunden Fortnite zockt ziemlich viel Preisgeld. Top 20 kriegt sogar Preisgeld. 132 Teams sind hier in dieses exklusive Turnier reingekommen von DreamHack. Und wir gehen in die Bestenliste. Das war klar. Die Runde haben wir gerade eben gesehen. Eyedrop, Kinzel und Wakey. Die haben in der letzten Runde nochmal richtig reinrasiert. 8 Kills, erster Platz. Das ist auch einfach ein dickes, fettes GG. Sei denen vom Herzen gegönnt. Die Jungs haben wirklich sehr, sehr strong runtergespielt. Haben die ganzen Top-Teams in der letzten Runde nochmal auseinandergenommen. Thomas, ob Jannis, ob Benji, alle haben sie geholt. Komplett krank. Clement, Despacitos und Floki auch nochmal auf dem zweiten Platz. Das ist deren erstes gutes, richtig gutes Placement jetzt in dieser Season. Benji auf der 3. Ich hab's gesagt, Consistency zahlt sich aus. Und das machen sie klar. Die nächsten Franzosen hier auf der 4 mit Andilex. Thomas HD auf der 5. Jannis zockt auf der 6. Den haben wir hier. Ein Shady. Kami der Pole auf der 8. Nate auf der 9. Mit Tayson gemeinsam. Putrik, Scram und Kiko auch ein schönes Trio.
Aus verschiedenen Ländern, Digga, sogar. Portugiesen, Russe und Scram war Norweger oder so, ne? Oder Däne. Ja, alles, Digga, alles. Einfach absolut Mischmasch. So, Top 20 kriegt Preisgeld und da sind sie, Jungs. Die Jungs haben Preisgeld. Ey, ich hab nicht gedacht, dass ihr reinkommt, Bro. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass ihr reinkommt, aber anscheinend hat es gereicht. Und dann auch noch Buffo auf der 20. Und dann ist es natürlich sehr, sehr unlucky, ne, für die anderen, die ganzen anderen Jungs. Auch hier Ariana, Riska, sehr, sehr schade für die. Aber ey, it is what it is, ne, da muss man halt durch anscheinend. Stompy! Hab ich gar nicht, ey, ich sehe das immer nicht, wenn nur ein Deutscher da drin ist im Team, sehe ich das immer nicht, Chat. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Ciao.